Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Highborn, zur zweiten Mission. Die heißt Rough Going. Und wir werden mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Die erste Map war ja schon sehr lustig, ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch. Der Zentaur und so. Ja, Archie, wir müssen Trillian finden. Sie wird gefangen gehalten bei den Gorgon. Was? Gorgon Elder? Skopja? Bei den Gorgon Eltern, Älteren? Skopja? Keine Ahnung. Ach, das ist nicht die, denen, das ist eine Einzahl. Bei dem Älteren der Gorgon, Skropia, alles klar. Seid vorsichtig, ihr Blick kann, freeze on your, kann dich auf deinen Spuren ein oder auf deinem Pfad einfrieren. Also woran ich mich erinnere, ihr Atem ist auch nicht viel besser. So, da haben wir Skopia. Oh Archie, was rufst du mich an? Wie süß. Hast du mir auch Blumen mitgebracht? So, der Ritter meldet sich mal zu Wort. Gorgons, sehr dangerous, sehr gefährlich. Du gehst erst. Feige Sau. Apropos feige, sag mal. Wieso haben wir bloß einen? Das ist ja unfair. Na ja, gut. Okay, was haben wir jetzt? So, die Aufnahme läuft noch, oder die wurde vielleicht unterbrochen. Ja, das ist das Problem hier, mein Mauszeiger, ne, rechte Maus, rechte Seite, Bildschirm. Nicht gut. Na gut. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein Kloster und einen Mönch. Ich denke, das ist ganz wichtig, den sich zu holen, weil der ja heilen kann. Das haben wir ja beim letzten Mal gesehen. So, blöderweise steht davor irgend so eine Bitch. Was ist das? Das ist ein Gorgon. Na? Ja, was haben wir hier? Ein verrückten Zauberer. Ein Spectre. Ah, ist ganz schön viel hier. Los. Das hier ist eine Stadt, die wahrscheinlich noch unbesetzt ist, aber nicht mehr lange, so wie es aussieht. Hier haben wir einen Monolith mit Blitz, oder? Ja, Blitz, genau. So, was haben wir hier? Der ist schon besetzt mit einem Meteor-Strike. Was? Bespürt einen mächtigen Felsblock, um die Gegner mit physikalischen Schaden zu erdrücken oder zu erdrücken. Ist wahrscheinlich nicht ganz wörtlich übersetzt, aber es macht ja nichts. Hier haben wir noch ein Kloster. Und hier ein Monolith mit Physical Boost, hat man im letzten, in der Map, letzten Map schon. Gut. Könnt ihr irgendwas? Können wir da hier irgendwas sehen? Nee. Na gut. Okay. Dann erstmal die wir holen am besten, ne? Da gehen wir mal mit denen hier hin. So, der geht hier hin. Und unsere Bogenschützen, die können hier von hinten schießen. So, Nummer 1. Ach, die ist ja kein Deutsch. Hey. Scorpio, what have you done, foul creature? Was hast du getan, du faule Kreatur? ich kicke hier einfach nur über Steine oder ich, ja, trete Steine. Wie man es jetzt so kennt, so im Schul, in der Schule oder so früher gemacht, auf dem Pausenhof oder auf dem Weg zur Schule. Ja. Einfach mit Steinen oder Flaschen oder Dosen. Damals gab es noch Dosen. Heute sieht man die immer seltener. Außer Red Bull natürlich. Naja, also, ich trete hier einfach nur gegen ein paar Steine, bis du dich selber zeigst, du Schlange. Meine Töchter werden sich um dich kümmern. Zu den Waffentöchtern. Ja, schön die Schlangenzungen. Alice has been defeated. Alice, die wurde geschlagen. Ja. Wenn sie sich mit uns anlegt. Nun genau, kommt die nächste, Agnes. Ja, Mutter. Ey, das reicht wohl. Jessica sagt, schlachtet sie alle. Oder schlachtet sie alle. Ach, sag mal, wie viel kommt denn noch hier? Vanessa, das Gamm, also den Abschaum.
Ach, kommt nachher, ich lade euch alle ein. Betty, was? Tut mir leid, ich habe dich nicht gehört. Hatte meine Kopfhörer auf. Ja, auch ich spiele hier mit Kopfhörer. Schon alleine, dass sozusagen ihr den Sound nicht doppelt hört. Ist aber, ich find's einfach angenehmer. Und damit störe ich die Nachbarn und die Mitmenschen hier nicht so, ja. Na gut. Alles klar. So, den haben wir jetzt in der Nähe. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal den Mönch. Tja, falsche Religion gewählt, würde ich sagen. Oh, soll ich rausschneiden? Oh, einen kritischen Hit. Ein kritischer Hit gegen ein Gebäude. Schöne Sache. So, der hier ist ein bisschen beschädigt, aber der steht schließlich im Wald. Das ist nicht schlecht. So, ich denke, so viel werden wir jetzt nicht mehr machen können. Und ach komm, hier, enttürn. So, Scorpia hat jetzt Petrifying Gaze, also sozusagen den versteinerten Blick, gecastet. Und der Ritter fragt sich, hey, was ist denn gerade passiert? Scorpia, that was my Petrifying Gaze, wie ich gesagt habe, das war mein versteinernder Blick. Hast du ever gedacht, dass nur die Hochgeborenen Hero Spells haben? Naja, ihr werdet wohl keine Hero Spells haben, sondern, keine Ahnung, Scum Spells oder so. Okay, der hat sich jetzt das geholt. Spectre ist geflüchtet. Diese hochgeborenen Idioten sind hier. Schnell, ihr Narren, schließt das Tor. Na, gut. Und die zwei hier noch schön physikalischen Boost drauf, damit man ja schnell, damit man sie ja nie gut umbringen kann. So, jetzt kommt erstmal die Bewegungsphase hier. So, was macht der? Aua. Das findest du fair, hä? Archie. Seid vorsichtig, da ist ein Zauber oder ein Magierturm sozusagen in der Nähe. Es wird den Feinden Kampf Unterstützung bieten, wenn es in der Reichweite sozusagen ist. Wir sollten es so schnell wie möglich erobern. Na, das werden wir dann machen, aber jetzt kommt erstmal das Kloster dran. Und dazu würde ich sagen, der hat ja schon einen kritischen Treffer draufgesetzt. Ja. Komm hier. Und da haben wir unseren Mönch. Den können wir gleich nutzen. Dazu gehen wir erstmal hier hin. Und jetzt heilen wir den. Siehst du? Schicke Sache. Den müssen wir jetzt unbedingt beschützen. So. Und Angriff. Ja. Glaskanonen, sage ich nur, ne? Oder wie heißt das schön in der Rollenspielsprache? Kill the Mage first. Gut. Hier haben wir noch ein paar Skelette. Ich glaube, die haben jetzt erstmal wenig Probleme. Die können wir erstmal so lassen. Oder eigentlich können wir hier ein Stück ranrutschen. Den können auch mal hier. Den machen wir hier hin. Ach so ist. Na gut. Alles klar. Ah. Jetzt ziehen wir den noch ein bisschen ran, damit er hier schön im Radius ist. Wenn ich hier schon mal einen Heilspell mache, dann sollten natürlich möglichst viele betroffen sein. Ist klar, ne? Na, komm her. So, hier. Allah heal, wie Chen bei Dota sagt. So, der hat schon angegriffen. Aber wir können nichtsdestotrotz hier mal heiligen Schutz machen, weil damit wir einfach ein bisschen geschützt sind, ja, wie der Name schon sagt. So, jetzt holen wir uns diesen Turm dann als nächstes. Und schließlich dann diese. Na. Oh ja, das war ja nicht. Aber das, ich glaube, das ist jetzt hier dieser heilende Schutz. Der heilige Schutz. Nicht der heilende Schutz. Ist auch schön. So, du gehst dorthin, holst jetzt das Kloster. Ja, Spectre, komm, renn weg. Was kam da?
Na gut. So. Ja. Wir machen am besten das so mit dem hier. Hey. Lass das. Ich hasse das. So, Headshot. Und jetzt hier schön hier ran. Oh, wie oft willst denn du das noch machen? So, der muss jetzt unbedingt geheilt werden, sonst stirbt er uns noch weg. Boah, der hat eine ganz schöne Kelle, muss man sagen hier. Ah, oder Archie. Und der Zauberer ist auch noch gekommen. Das finde ich gut. Also nicht bloß, dass der... Oh, jetzt habe ich den Text... Oh, es tut mir leid, jetzt habe ich den Text überlesen. Na gut. Der verrückte Zauberer, anything to keep them darn kids off my yard. Was? Also, was auch immer der Archie davor gesagt hat, alles, um diese verdammten Kinder von meinem Hof fernzuhalten. Oder die Verzogenen, keine Ahnung, darn, kenne ich nicht so richtig. Na gut. So, das ist schön. Kommen wir hier. Den vielleicht hier hin. Jetzt können wir mal... Obwohl, Moment. Ey, wieso geht das nicht? So. Jetzt haben wir Lightning. Jetzt haben wir uns natürlich ganz schön weit vorgewagt. Aber ich denke mal, das wird... Obwohl, wir können hier noch gehen. Mal gucken, da war nämlich in einem Wald drinne. So, der hat ordentlich Reichweite. Können wir überhaupt irgendwas machen, oder? Hm. Naja, gut. Okay. Endturn. Oder? Hier können wir auch noch ein Stück ziehen. Und unseren Mönch. Ja. So passt das. So, das Böse ist am Zug. Ja, der holt sich jetzt natürlich hier das Kloster. Aber es wird ihm nicht viel nutzen. So, es ist, und hat schon mal die Hälfte der Energie fast eingebüßt. Keiner legt sich mit Zoan an. Nein, mit Archi. Okay. Da ziehen wir hier ein bisschen vor. Na? Der Archie kann auch vor. Der Mönch sollte den mal heilen, den Guten. Jetzt kann man ein Stück zurück wieder gehen. So, jetzt sind hier zwei... Was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich kann ich da irgendwas machen. Nee. Hm, komisch. Okay. So, das Spektre. Den schießen wir gleich mal. Hä? Der war ja... War das überhaupt ein Spektre? Spektre? Hm, keine Ahnung. Das war ja auch Glasknochen. So. Ich weiß nicht, ob man hier... Wahrscheinlich kommt man hier nicht durch. So, die Tussi mit ihren Headphones. Na ja, dann machen wir weiter, hä? Was? Haben die nicht gemacht? Wahrscheinlich sind wir jetzt so gut versteckt, dass der nicht mehr wusste so richtig, was er machen soll. Also hat er sich entschieden, stehen zu bleiben. So. Na gut. Wir ziehen mal hier ran. Können wir eigentlich nochmal in Holy Protection machen? Mal ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt, komm. Und hinterher. Das muss man übrigens darauf Acht geben. Agnes, ah, Mutter, er hat mich geschlagen, er hat mich getroffen. Heul doch. Komm raus, Skorpia. Hör auf, dich hinter deinen Kindern zu verstecken. Naja, das ist nicht so gut.
Hitting a girl, ein Mädchen geschlagen. Ich dachte, du wärst ein Paladin. So viel, ja, Kavaliertum. Also, Edelmut. Edelmut. Ja, mit Edelmut, denke ich mal, kann man es gut übersetzen. Naja, ihr wisst schon. So. Du gehst hier hin. Und, komm. Kritischer Treffer. Zack, weg war er. Okay, jetzt müssen wir bloß mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Dieser Meteor da oben ist natürlich, das ist natürlich lohnt. Ich weiß nicht so richtig, was das ist hier. Sieht aus wie eine Falle. So. Du kannst hier mal unsere Diener ein bisschen heilen. Na? Und dann würde ich sagen, jetzt holen wir uns hier als nächstes das Ding da hinten. Und dazu, wieso kann der nicht mehr machen? So ein Mist. Na gut. Hä? Was hätten die da? Ach, Huhn! Ja. Na gut, so ein nächstes. Offensichtlich sind die in ihren Bewegungspunkten etwas beschränkt, was das stellenweise anbelangt. So. So, jetzt können wir nicht weitermachen. Beenden wir mal den Zug. Och, hat sie uns mal wieder versteinert. Ich weiß zwar nicht so richtig, was das bringt. Aber na gut. So, freigegeben. Okay. Was bedeutet das? Ist ja. Vielleicht kann man hier nicht stehen bleiben. Wer weiß. Okay. Da würde ich doch mal sagen, wie weit geht der Radius eigentlich? Der geht bis hierhin. Holen wir uns mal hier diese. Wie heißt sie? Ach, keine Ahnung. Okay. So, Physical Boost geholt. Zauberer und unseren Mönch. Guti. Und wir beenden wir? Ja, wir beenden mal den Zug. Mal gucken, was die hier oben macht. Hä? Ach, hab dich nicht so. Guti. De facto. Mach das mal so. Mal gucken, was die hier sagen. Sehr schön. Oh, das war natürlich blöd. Naja, gut, was soll's. Kann man den neu bestürmen? Naja, vielleicht kommt er später nochmal wieder. So. Den Heimer. Der geht jetzt hier auf die Krieger. Den lassen wir hier hingehen. Den Bogenschützen machen wir hier. Und Schuss. Kritischer Treffer. Da war sie weg. Skorpia. Ah, nicht Jessica auch noch. Du gehst mir, was, du raubst mir noch den letzten Nerv. Archie sagt, Jessica und er haben sich früher in der, oder sind früher in der Highschool zusammengegangen. Wahre Geschichte. Tja. Es bald. Naja, gut. So, jetzt schießt er natürlich erstmal die Feuerbälle wieder. Ah, das passt schon. Ey. Haben wir eigentlich noch einen heiligen Schutz? Ja, der kommt, muss noch. Können wir jetzt hier erstmal angreifen. So. Okay. Gehen wir ein Stück vor. Und Archie auch noch. Ziehen wir die ganzen Leute hier ran.
den mal ein bisschen in die Nähe. Okay, und jetzt können. Moment, der kann da noch heilen. Kann der? Ne, kann der nicht mehr heilen. Der, ach, der hat schon. Na gut, dann machen wir hier einfach mal eine Heilung drauf. Damit wir da auf der sicheren Seite sind. Wir können uns ja hier gleich das zweite Kloster nehmen. Da haben wir dann noch einen zweiten Heiler in der Gruppe. Ich glaube, das reicht. Und da können wir die Cooldown-Zeit auch überwinden. Da ist noch... Jetzt können wir eigentlich mal diesen machen, oder? Ach, Moment, der macht bloß Schaden, ne? Genau, der erhöht bloß den Schaden. Das bringt natürlich im Moment gar nichts. Also, Zugende. So, jetzt schieß doch du. Ne? Willst du nicht schießen? Na gut. So, jetzt aber. Hey. So, erhöhen wir den Schaden. Und jetzt, ein bisschen Türme hier, ein bisschen Schaden machen. So. Und der ist de facto gleich tot. Und... Aha. Gut, den wir zurückziehen. Okay, und... Ah ja. Ah, ist ja blöd. Also der Turm, der greift sozusagen immer nur dann an, wenn selber irgendwie angegriffen wird. Entweder weil man angegriffen wird oder wenn man selber angreift. Alles klar. So, als nächstes kommt das Kloster dran. Hier, du kannst nochmal unseren guten Dings da heilen. Und los. Nächster Zug. Achso, wir dürfen nicht vergessen, hier dieses Türmchen noch zu nehmen. So, Archie. Aha. So. Du hältst hier. Du besorgst jetzt mal der Stadt. Ah, na genau. Okay. Hä, wieso kann ich das nicht einnehmen? Ach, die haben wir schon. Hm, das ist ja blöd. So, mal gucken, was sie sagt. Hey, check it out. I found some dwarves locked in... Hey, guckt euch das an. Ich hab einige Zwerge gefunden, die hier eingeschlossen waren in einer... ja, war das jetzt ein Gefängnis oder eigentlich eine Taverne? Die Zwerge sagen, weil, ja, gut, wir haben gedacht, das wäre eine Taverne, bis das Bier uns alle ging. Und wir herausfanden, dass eine von Scorpias Kindern die Tür geschlossen hat. Das war wahrscheinlich die Jessica, die mal. Ja. Ah, und da ist übrigens unser Magier wieder. Den müssen wir jetzt mal hier irgendwie rüberbringen. So. Du verziehst dich jetzt. Oh, warte mal, na komm her. So. So, hier. Ist ab. Können die Zwerge irgendwas Geeignetes? Wahrscheinlich angreifen. Und noch ein Mönch. Der geht hier hinten hin. So. Zu Ende. Ja. Das erste Spiel, die erste Map, die war ja schon etwas kurzweiliger. Lag einfach daran, weil es generell weniger Einheiten da waren und weniger Wege. Und ja, die Dialoge, es waren mehr Dialoge. Aber ich denke, das kommt hier auch noch. Na? So. Sehen wir die ganzen Leute her. Hier. Ha ha ha!
Na gut. Okay, Skelette und tschüss. So, der Rest wird doch hoffentlich das Gebogenschütz übernehmen. Yeah. So, da können wir hier mit Archie den Meteor nehmen. Und warum kann ich das nicht machen? Ah, da braucht man Zwerge dafür. Alles klar. Das können also nur die Zwerge. Und out of range. Schade, schade. Na gut. So, ziehen wir hier nochmal unseren Magier. Wo ziehen wir den am besten hin? Das wird blöd jetzt hier, oder? Ach, der kann er gar nicht mehr machen. Der haben wir schon gezogen. So, näher kommen. Der kann, ist auch irgendwie blockiert. Na gut, ab. Zugende. Die wollen nicht mehr machen. Die sind total passiv, ey. Da passiert die totale der Überzahl. Das ist echt übelst. So, hier. Kann ich jetzt zu dem Meteor hier vielleicht? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Ich lasse mal noch ein bisschen. Der Magier. Der hat hier so einen kurzen Weg bloß. Okay. So, was macht er? Der greift an. Oh, ist ja süß. Hey, lass mal Archie leben. So, sind wir am Zug. Können wir jetzt endlich jemanden. Immer noch nie, es gibt's wohl nie. Aber jetzt, komm hier. Auf wen machen wir das? Oh, es ist geil. Wie viele von deiner Art muss ich noch besiegen, bis du dich zeigst, Schlange? Ah. Na, macht im Moment Spaß noch. Nur noch eine. Ja klar, es ist ja bloß noch eine übrig und die hat Kopfhörer auf. Oder? Genau. Okay. Kann ich ihn angreifen? Ne, kann ich nicht. Aber jetzt hier. Zack. Tot. So. Da können wir noch Archie mal heilen hier. Wo haben wir denn die Mönche? Hey. Und jetzt können wir hier mit unseren Truppen. Den ziehen wir hier hin. Hier. Ja. Es geht mir hier so schön Ringelpiez hier. Einfach immer im Kreis rum. Und der, was kann der? Okay. Mensch, dieses raue Terrain oder dieses, ja, dieses raue Terrain ist, da ist halt langsam oder es verlangsamt ihn ganz schön. Okay. Na gut. End. Sind wir da dran? Jetzt können wir mal auf die Skelette gehen. Oh, kritischer Hit, 82 Schaden. Schicke Sache. Schick, schick. Na gut. Naja, ihr seht, jetzt geht es halt darum, erstmal bloß die Leute ein bisschen in Position zu bringen. Aber ich denke, das Spiel haben wir so gut wie gewonnen, zumindest zumindest erstmal bis sich diese, na, Skorpia hieße, ja, Skorpia hieße, auftaucht. So, der kann auch noch ein Stück gehen, der geht hier hin. Goodie. Und Ende. So, wir sind dran.
Natürlich erstmal alles in Position bringen. So, mal gucken. Reicht der vielleicht schon zu? Ah, nee, nicht ganz. Oh, schon wieder. Ey. Na. Ja, was soll man dazu sagen? Na gut, dann eben hier. Bogenschützen richtens. So, zack, sniped. Ah, na toll. Was? Ah, oh, you've rejected. Du hast meine, all meine süßen oder hübschen Töchter zurückgewiesene. For this ponytail tramp, für diesen Tramp mit Pferdeschwanz, welcher Tramp? Ach so, ja, wegen Trillian. Wahrscheinlich irgendeine Prinzessin. Ja, ist schade, es gibt eigentlich keine richtige Geschichte. Wir waren sofort klein rein, es gab keinen Vorspann dazu. Wir kennen eigentlich gar nicht die Geschichte. Was machen wir eigentlich hier? Aber offensichtlich, Trillian ist wahrscheinlich seine... die Frau seiner Träume, keine Ahnung. Irgendeine Prinzessin, die er natürlich retten muss. Und die hat... diese Skorpia hat sie offensichtlich eingekerkert. Und wir haben natürlich alle die süßen Töchter von ihr, die ach so hübschen... süßen Töchter, zurückgewiesene, bloß für diese Trillien, die mit ihrem Ponyschwanz. Und ich, also Scorpia wird sie natürlich nicht gehen lassen. So, jetzt hat man das geklärt. Was? Dein Schloss oder deine Burg war die ganze Zeit dort hinten? Wir sind die ganze Zeit um dieses Gebirge drumherum gegangen für nichts. Meine Töchter sind die schönsten Kreaturen in diesem Land. Du wirst dafür bezahlen, sie beleidigt zu haben. Naja, werden sehen, wer hier bezahlt. So. Zunächst erstmal. Aha. Schön. Oh. nicht so schön. So. Fertsch. Wieso kann ich nicht mehr gehen? Na gut. Aber hier, unser Mönch kann einmal durchheilen. So, den anderen ziehen wir auch hier vor. Den Magier, den können wir mal hier in die Gruppe ziehen. Ach, der kommt gar nicht so weit. Schade eigentlich. Na gut. So, was haben wir hier? Der kommt auch nicht weiter. Kann der hier irgendwas machen? Nein, kann er nicht. Na gut, und dann... Ja, wie er aussieht hier, der Bruder Tuck. Der trägt das Herz am rechten Fleck. In der Mitte. Oh, da kommen ja noch einige raus. Hey! Na gut, wir haben ja noch ihn. Ist also nicht so weiter tragisch. Ich gehe mal hier vor. Und ich gehe mal hier vor. Ist er jetzt im Ziel? Nein, ist er nicht. Das ist natürlich schön. Da können wir hier ein Headshot. So, und hier holen wir uns erstmal das, die Burg. Das hat es getan. Das Tor ist unten. Kann man das jetzt wieder hochmachen? Nee, aber nicht. Na gut. Ist aber nicht weiter drin. Schlimm. Wir machen jetzt eine, ja, ich würde sagen, ein Physical Boost hier. Schön. Auf die drauf. Und dann greifen wir mal an.
Ah, das war ja hier One-Shot. Na gut. Ja. Ziehen wir den hier mal hin. Den können wir hier hinziehen. Den Archie. So, ein bisschen vielleicht. Unseren Mönch ziehen wir dahinter. Den Zauberer können wir hier hinziehen. Und die Zwerge. Naja. Ziehen wir hier hin. Okay. Zugende, oder? So, ich glaube, der wird jetzt fallen. Oder vielleicht können wir es verhindern. Ah, okay. Es wäre schön, wenn mein Krieger mal... Lass das. Oh, Mann, Mann, Mann. Na gut, jetzt ist er tot, glaube ich. Das ist natürlich nicht schön. Ich kann gar nichts dagegen machen. Na gut, schade eigentlich. Okay, das können wir natürlich aber ausnutzen. Ach, hier haben wir noch wieder einen. Hahaha. So, einen Blitz. Jetzt kommt der Feuerball vom Turm. Und dann im Nachhinein kommt der Zauberer. Wenn wir Glück haben, können wir noch wegrennen. Oder auch nicht. Na gut. Nichtsdestotrotz. Gehen wir mal hier hin. Hier gehen wir mal hier hin. So, hier haben wir noch den Archie. Mit den Zwergen können wir eigentlich hier hingehen. Und jetzt haben wir noch ein paar Zauberer. Boah. So. Okay. Als erstes mal, der greift einfach mal hier an. Ich merke gerade, es war blöd. Ich hätte den hier hinten angreifen müssen. Naja, gut. So, gut. Du Ärmste. Da kann man noch ein Stück näher gehen und jetzt hier einfach einen Meteor draufsetzen. Bang! Also die ist tot. Kannst du machen, was du willst. Und jetzt hier hinten noch. Die ist vielleicht doch noch nicht tot. Aber jetzt. Komm. Und tschüss. Tot. Scorpia. Ja, wie soll man das besetzen? Keine Ahnung. Archie. Gut gesagt. Nun lass uns Trillian aus diesem Schloss da rausholen. Vorher müssen wir uns aber noch um die anderen kümmern hier. Hat der schon? Der hat schon. So, ich denke, das ist bloß noch eine Frage der Zeit hier. Ja. Alles klar. Der hat er eigentlich noch nie angegriffen. Genau. So. Zugende. Jetzt sind wir dran. Und hey, der Turm, das kriegt es auch noch hin. Sehr schön. Nicht so gut. Critical Hit. Okay, das war's. Komm, Trillian. Die Spielzeit ist vorbei. Wir müssen los, um Enzo zu finden. Ja,
Wir haben gewonnen, haben wieder mal eine weitere Errungenschaft freigeschalten. Und wir sehen uns wieder dann in der nächsten Mission, in der nächsten Karte. Und bis dahin hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr findet das Spiel genauso lustig, wie ich es lustig finde. Ist jetzt nicht so das anspruchsvolle Spiel, aber naja, für so für ein Gelegenheitsspiel hin und wieder mal ist es durchaus geeignet. Das ist jetzt so erstmal mein Zwischenbericht sozusagen. Kowalski, Zwischenbericht. Ich liebe den Spruch. Ja, bewertet mich, beziehungsweise meine Videos, kommentiert die Videos, sagt mir, was ich besser machen kann oder was ihr gut findet oder nicht so gut. Ich versuche das dann natürlich irgendwie umzusetzen und ja, zu beachten. Ihr könnt mich gerne abonnieren, da habe ich nichts dagegen. Und ja, wir sehen uns einfach nie wieder bei der dritten Mission dann von Highborn. Bis dahin, tschüss!